Du bist von Sternzeichen Hurensohn. Bin ich dein Vater, du Pitsch, du Nuttensohn oder was? Warum verwechselst du mich mit deinem Vater? Oder doch, ich bin dein Vater, ja, zu Recht. Ihr werdet es nicht glauben, es sieht aber sehr, sehr echt aus, denn schaut euch das hier an, er wurde zusammengeschlagen. Guck mal, wie der mich auslacht. Ach, Barello, ach, keiner kann dir mehr vertrauen. Also wirklich, ich war so dumm und habe diesem Jungen das einfach abgekauft, dass er zusammengeschlagen wurde. Ich habe sogar Mitleid gekriegt. Ich habe dem sogar kommentiert, gute Besserung gewünscht, weil manchmal hat man einfach ein weiches Herz. Jetzt stellt sich heraus, der und Pumping Monkey haben einfach alles gefaked gehabt. Und wir gucken uns dazu jetzt mal einen Instagram-Livestream von ihm an, wo er sich versucht dazu zu äußern. Ey, das ist einfach ohne Worte. Deine Augen. Ich kann kein blaues Auge bekommen. Ich kann kein blaues Auge bekommen. Ich bin Barello Berra, ihr unterschätzt. Jetzt nicht. Voila, ich küsse dein Herz. Ehremann, du hast wenigstens bis zum Ende geschaut. Du hast wenigstens bis zum Ende geschaut, ja? Nicht wie irgendein Sonderschüler kommt hier, gefaked, fake. Guck du bis zum Ende. Du schaust nicht bis zum Ende. Weißt du, wie das Ding ist? Ist das gleiche, wenn ich mit Hose bin? Wenn ich mit Hose bin und Hose bis hier tue und du sagst zu mir, du hast keinen Schwanz. Ich hab doch nicht rausgeholt, du Schwanz. Genau so ist mein Video. Ihr schaut nicht mal das Video an. Ihr schaut nicht mal das Video an und ihr sagt fake. Guck du bis zum Ende, du Schwanz, du. Ich verstehe nicht, Leute. Ich hab bis zum Ende. Wallah, Bila. Ich küsse dein Herz, wallah. Endlich. Weil, Leute. Bitte, nenn mich nicht Ehremann, ja. Nenn mich nicht Ehremann. Ich bin kein Ehremann. Ich bin kein Ehremann, Leute. Und ich will auch kein Ehremann sein. Leute, kann mir einer von euch sagen, du bist von Sternzeichen Hurensohn. Bin ich dein Vater, du Pitsch, du Nuttensohn oder was? Warum verwechselst du mich mit deinem Vater? Oder doch, ich bin dein Vater. Ja, hast du recht. Ja, doch. Ist verständlich, dass die Leute sauer auf ihn sind, aber so Kommentare kann man sich wirklich ersparen. Obwohl das eigentlich lustig war, aber geht natürlich tief unter die Gürtellinie. Merke ich mir aber, für die Zukunft, falls es mal Gebrauch oder Anwendung benötigt, werde ich den auch droppen. Du bist vom Sternzeichen Hurensohn. Merke ich mir. Die Antwort von Barello war aber auch nicht die feine englische Art. Doch, doch, ich bin der Vater, wallah. Leute, um ehrlich zu sein, Leute. Ach, Patron, du Schwanz, du. Du Peach, du. Wer mich angerufen hat gerade. Deine Nummer fick ich. Deine Nummer. Deine Nummer, die du gekauft hast, fick ich. Dass du mich anrufst. Ich bin ehrlich, Leute. Mir geht's nicht gut. Mir geht's gar nicht gut, Leute. Null. Das ist nie Petitschike Rab, Walla. Potmütke. Nein. Ja, komm mal, ja. Bin ich ehrlich? Spottim, ich sag dir eine Sache. Lass deine Glücklichkeit nicht von einer Frau abhängig machen. Mach nicht deine Glücklichkeit von einer Frau abhängig. Wallah. Das ist der schlimmste Fehler, was du machen kannst. Einmal geht sie weg von 20k Zuschauer auf 800. Und von 800 auf deinen Kopf mit meinen Eiern, du Schwanz, du. Weil Frauen können dein Leben zur Hölle machen. Wallah. Frauen können wirklich dein Leben ficken. Bin ich euch ehrlich, wallah. Leute. Ja komm, wo wir schon mal dabei sind, gönnen wir uns direkt den Prank von Pumping Monkey. Let's go. Warum haben die Barello gehauen gestern hinterhältig, ja, in Frankfurt? Bruder, das ist kein hinterhältig, das ist nur Anfang. Er redet auch sehr ehrlich das erste Mal. Ewa, jede Konsequenz, die daraus resultiert, stehst du auch als dein eigener Mann. Pumping, du Gottloser. Ich höre so gottlos, das ist einfach so. Egal, was soll man dazu sagen? Barello wurde gepackt in Frankfurt, ne? Den Jungen kannst du doch nicht schlagen, Bruder. Es war klar, dass er früher oder später gepackt wurde. So ein ekelhafter Mensch ist, sag ich mal, ne? Braucht man nicht zu wundern, wenn das Leben antwortet. Ihr werdet es nicht glauben, es sieht aber sehr, sehr echt aus, denn schaut euch das hier an. Er wurde, blendet der mich ein und macht mich da Dings zum Mund. Schade, du bist so ein Wichser-Pumping. Ich hab das echt geglaubt. Wie kann man denn so gottlos sein, Leute? Und das mäßig nicht glauben. Wer fängt denn sowas? Ich bitte euch. Zusammengeschlagen. Guck mal, wie der mich auslacht. Alles mal 5! Alles mal 2! Brauchst du Pack oder so? Sicher? Oha, das war diese eine Celia oder wer das ist. Diese Mannsvibe. Dieser Junge, der sich in eine Frau gemacht hat. Lass mich einfach. Du gehst jetzt zu einem Polizistenwagen und fragst, ob sie dir einen bauen. Entschuldigung, ich muss was erzählen. Ich habe heute kassiert und so, ne? Ja, die machen so, als hätte ich jetzt kassiert, natürlich. Ey, so gottlos. Auch wenn du so redest wie, Wallah, ich schäme mich. Und du lachst die ganze Zeit. Da haben die Leute auch die Polizei gerufen und so krank waren.
Oder die waren da einfach wirklich in so einer Arztpraxis, habt ihr gesehen? Ich find's aber irgendwo trotzdem lustig. So, Freunde der Sonne, Ladies and Gentlemen, willkommen, Dankeschön fürs Einschalten. Na, Bartmann? Hi. Oh, was? Das ist unser Schutz heute. Natürlich. Er macht Maskara auf jeden. Großfamilie. Wir haben uns heute auf jeden Fall was Geiles überlegt. Und zwar haben wir uns gedacht, mit Barello zusammen. Also Barello gegen mich, wenn ich du wäre, wenn du Eier hast. Ich bin dabei. Ich habe die größten Eier. Ja? Ja, natürlich. Okay. Auf jeden Fall machen wir das heute auf meine Art. Wir machen einfach den Leon Marché und Apo Red nach. Mäßig. Man kann ja alles machen, solange es in einer Wenn du Eier hast Folge die Aufgabe sein sollte. Ich wette mit euch, ich spiele jetzt auch vor. Ich wette mit euch, die letzte Aufgabe ist oder Bestrafung ist, tu so, als wenn du verprügelt worden wärst in Frankfurt. So redet er sich dann quasi raus aus der Situation. Weil ihr habt ja gerade im Stream vorhin gesehen, dass sehr viele ihn beleidigt haben, aber auch unter der Gürtellinie, was absolut nicht geht, weil die einfach enttäuscht sind. Dem kannst du ja gar nichts mehr glauben. So richtiger Upper Red Move jetzt wieder gen Ende. Okay, gucken wir. So, meine Freunde, damit das auch alles so echt ist, ne, ein bisschen echt ist, sind wir hier in der Klinik von Barello, wo er seinen Bart machen lassen hat. Ne? Damit du jetzt auch schön glaubwürdig rüberkommst, wirst du von der Krankenschwester, bekommst jetzt so einen Kittel und dann werden wir dich schminken, sodass du richtig auf die Fresse bekommen hast, ja. Weißt du? Ey Leute, das wird so der Burner. Habt ihr auch so ein Krankenbett oder nur sowas? Okay, ich hol die Schminke schnell. Okay, hol die Schminke, ja. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich selber nicht mehr, ja? Also das muss, weil guck mal, was wir alles durchmachen und so, ne? Wir kommen bis zum Arzt, wir machen dies, wir machen das, wir machen das. Aber Leute, nehmt immer mit Unterhaltung, nehmt so, ihr habt euer Spaß, ihr guckt die Videos. Jetzt müssen wir uns nur ein Tutorial anschauen, wie das wirklich aussieht, dass du auch zusammengeschlagen wurdest. Ja, die machen so, als hätte ich jetzt kassiert natürlich. Gucken, ob die sich auskennt, ja, mit Schminke und so. Rot, blau, grün. Was ergibt das? Ich will gucken, ob du dich auskennst. Was ist denn rot? Rot, blau und grün. Welche Farbe ergibt das? Was hast du gesagt? Rot, blau, grün, gelb. Stark. Welche Schule war's? Sonderschule. Nehmen wir. Was sagst du zu denen? Boah, liebe Grüße, ja. Ich gucke, wer sich Sorgen macht. Und an die, die dich auslachen? An Nico. Auch wenn du so redest wie, Wallah, ich schäme mich. Ich schäme mich, dass das passiert ist, dass ich mich so zeigen muss. Das geht meine Männlichkeit und so. So richtige Upper Red Wipe. Männlichkeit und so wissen die Leute, dass ich dann nicht ernst meine. Ich fühle mich wirklich krank. Ich fühle mich wirklich krank, ja. Junge, Wallah. Aussehen, ne? Weil ein Pflaster, wo man. Eva. Egal. Dann wundert ihr euch, warum ich drauf reingefallen bin. Dann, der ist in einer Praxis. Ich dachte wirklich, das Krankenhaus. Mit Kanüle und allem. Aber die Jungs in meiner Gruppe. Der Patient ist fertig. Du hast schön auf die Fresse bekommen, wie ich sehe. Die haben es herausgefunden. Nicht so gut, ja. Wer bist An der Kanüle haben die es erkannt. Plus an den Augen hatte was nicht gestimmt. So Leute, Action geht los. Du fängst jetzt an. Du gehst richtig in deinen Film. Ich hab eine noch bessere Idee. Guck mal. Und Action. Hallo Leute, ich bin hier im Krankenhaus, Leute, ich muss euch erzählen. Gestern ist. Wir würden gerne ihr Blutzucker messen. Du machst einfach Handy runter und machst so hier hin, guck, du zeigst sie nicht. Da hab ich's geglaubt! Die Polizei gerufen und so, krank waren und. So, ich musste nochmal ihren Blutzucker messen. Da hab ich's geglaubt! Wegen dieser Stelle! Nimm weiter auf! Nimm weiter auf! Das ist schon gut, das ist schon gut! Mach das echt, warte, lass laufen! Du lachst die ganze Zeit. Ich bin ehrlich, ja, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diese Menschheit, ja, heutzutage, ich schwöre. Guck mal, ein Mikro auf seiner Brust. Ich würde sagen, du postest das jetzt so. Nie wieder Frankfurt. So ehrenlos. Was sagt dein Gefühl? Ja. Natürlich sagt sein Gefühl ja. Reichweite, Traffic, Crowd. Er hat dafür aber sehr viel Hate gekriegt. Ich sag euch aber, wenn danach so eine Auflösung kommt wie die hier, auf Comedy-Basis, das habe ich auch bei Red irgendwie gefeiert. Obwohl, danach ist die Glaubwürdigkeit komplett futsch. Aber ich feiere das. Ich weiß nicht warum, ich finde es irgendwie lustig. Abgesehen jetzt vom Anfang, wo er mich und die ganzen anderen hops genommen hat, nur weil wir uns Sorgen machten. Wenn wir sowas sehen, das tut einem einfach weh. Nee, ihr denkt wirklich, der wurde von 6 Leuten geschlagen. Dann sitzt da so ein Pumping-Junkie dort. Liebe geht an der Stelle raus an Fatih. Aber wir sitzen da und lacht euch aus. Lacht sich tot.
weil ihr euch Sorgen gemacht habt. Ab jetzt glaube ich diesem Barello kein einziges Wort mehr. Nicht ein einziges. Ah. Au! Das ist das Ding, Leute. Wir beobachten das jetzt alle einmal. Wir gucken jetzt auch, ob dich jemand anruft. Okay. Dich werden bestimmt Leute anrufen. Ja. Ich habe alles ausgemacht. Ich kann ja gar nicht anrufen. Bruder, wer hat dir das angetan? Sag mir, Bruder. Was los? Gute Besserung, Bruder. Wir finden die alle. Haha, Bruder. Er lacht sogar noch. Uli, ich hab diesen Pisch gepackt. Uli, ich wusste es. Scheiße, Digga. Ach, kommt noch ein Teil 2 raus oder was war das jetzt für ein Ende, Junge? Wie random war das? Naja, jetzt seid ihr da auch geupdatet. Du bist von Sternzeichen Hurensohn. Bin ich dein Vater, du Pisch, du Nuttensohn oder was?